So, und es geht weiter hier bei Super Mario Sunshine, auch wenn ich fürchte, dass unser Arbeiter hier gerade eingeschlafen ist. Meint er, wir sollen ihn mal wecken? Das sieht ja schon friedlich aus, wenn er so schläft. Aber wir müssen mal arbeiten, was soll man tun? Und da kommt auch gleich mit dem schönen Drehsprung, steht er wieder auf. Und wir uns die restlichen Scheins, die uns hier noch fehlen, genau wie die blauen Münzen. Einfach mal bei den Scheins weiter, würde ich sagen. Und zwar mit diesem Glockenturm. Denn ihr seht ihr schon, der Glockenturm ist verschmiert. Ja, das ist jetzt natürlich... Und da oben steht... So, bleiben. Muss man schon... Ah, Mario. Also ich weck dich extra auf und dann machst du so eine Scheiße. So, sprüh das Zeug da sauber und zwar schnell. Und zwar ganz schnell. Wir können Zeit verlieren. Komm, zack, 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 zack. Das weg da noch. Und er spawnt auf der Spitze. Jetzt einfach am besten zurückspringen, wollte ich sagen, aber er hat gerade irgendwie keinen Bock drauf. Jetzt hat er es gemacht. Und er fliegt wieder runter. Mein Gott, geht da hoch. Junge. Alter. Bist du verarschen? Geh da hoch. Jetzt bleib einfach nur da stehen, mehr brauchst du gar nicht machen. Gerade noch so mit dem letzten bisschen Wasser. Schein Nummer 1, auf der anderen Seite ist auch noch ein Glockenturm. Also hier kriegt man echt viel Schein einfach so geschenkt, das ist schon... Ich meine, ich finde es cool. Klar, es gibt Minispiele, es gibt normale Münzen, die man kriegt, indem man sie sammelt. Es gibt Münzen, indem man irgendwas machen muss. Es gibt diese Wegmachscheins hier, es gibt die Minispiele, also es gibt schon viel, aber... an sich irgendwie... doch geschenkt gewesen, sowas. Dass es von der Art gleich 3 gibt. So, wie war das denn jetzt am besten? Ich glaube, am ganz am überlegen, wie wir das denn machen. Am besten, indem wir nicht da oben drauf springen, sondern hier landen. Ah, hier ist doch perfekt, um die Glocke sauber zu machen. Perfekt. Na komm. Ja, natürlich kommt er da runter. Der andere kam oben aufs Dach, der kommt da runter. Ist aber auch kein Problem. Wir müssen nur dort hinüber, in den Gully rein und rüberlaufen. Übrigens, diese Gully-Deckel da, die gehen immer von Sonne und Mond abwechselnd. Und hier wieder hoch. Ja, fail. So. Was sage ich eigentlich? 45. So. Und die Sonne kommt immer und immer und immer mehr zurück. Das ist gut. Gut für uns. So, und es geht weiter. Noch mehr scheint es hier zu holen. Nicht wieder in die Welt rein. Den Fail brauchen wir kein zweites Mal, mein Freund. Waren es hier noch Vögel? Das bin ich die ganze Zeit schon am überlegen. Auch noch um Vogel wissen, wie viele blaue Münzen haben wir eigentlich? 13, okay. Ja doch, könnte... Das könnte tatsächlich passen mit den 13. Schauen gleich mal nach. Vorher machen wir das auf. Und nun hier die 14. So. Jetzt müssen wir ganz da hoch. Wo übrigens die letzte und auch geilste Welt auf uns wartet. Aber da gehen wir ja wie gesagt noch nicht rein. Ob man das dann nicht wieder reinspringt in die Röhre. So, lieber Schlaumeier hier macht das ja gern mal. Lass dich fallen. Sehr schön. Wunderbar gelandet. Die große Statue hier finde ich schon immer cool. Noch schön sauber machen, damit die auch wieder leuchtet.
gibt den Bewohnern doch gleich Hoffnung. Und das sieht doch gleich ganz anders aus, wenn da so eine riesen Statue steht, dass sie einfach schön leuchtet. Das ist doch einfach viel cooler. So, ihr könnt ihn auch weiterhin drehen, aber das ist natürlich eher eine kleine Spielerei. Und ich will mal aufpassen, dass ich in die Röhre reinspringt. Also alle Welten will ich dann doch noch nicht spoilern. Gut, was heißt spoilern? Ihr habt ja den Anfangsbereich der anderen Welt gesehen im letzten Part. Ja, passiert. So. Bleibt übrigens auch sauber, genau wie die Glockentürme. Die jetzt übrigens auch wieder läuten. Cool. So, wo war denn jetzt noch was? Das ist eine gute Frage. Da drin hatten wir die Körper, hatten wir auch die im Untergrund, hatten wir auch, und mir fällt ein, ich brauche schon wieder die Raketendüse für. Mir ist die Raketendüse am wichtigsten. So, her mit dem Scheiß. Wir hätten eigentlich auch Ups farmen können, fällt mir gerade so auf. Aber egal. Müsst ihr irgendwo am Boden, müsst ihr jetzt gleich was aufleuchten. Genau. Ihr seht es schon. Der nächste geschenkte Schein. Der ganze da drüben auf uns war. Die Mission müssen wir auch noch machen. Stimmt, da war auch noch was. Lala, 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 lala. Hoch da. Junge. Hoch. Landen, landen, landen. So muss jemand mit Ziel springen. Auf den Schatten achten und natürlich springt er daneben. Könnte ich auch was anderes erwarten. Fail. Finde es immer so stylisch, mit den Seitwärtssprung in die Scheins reinzuspringen. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich mache das öfter. Ist richtig geil. So, okay. Gehen wir nochmal dahinter mit der Raketendüse. Geh da drauf. So. Und zwar, indem wir da hochgehen. Wie bleibt das Zeichen jetzt auch gespeichert, oder? Ja. Okay. Jetzt müssen wir hoch auf den Turm. Nochmal höher. Und ihr seht schon diese seltsame Platte da. Die müsst ihr mit einer Stampfattacke zerstören, allerdings funktioniert das so nicht. Da braucht ihr wieder die Raketendüse. Müsst ihr euch ganz hochschießen, und wenn ihr jetzt eine Stampfattacke macht, dann zerklatscht das Teil und ihr kriegt den Schein. So, und anschließend wieder mit der Raketendüse nach oben. So, fehlt jetzt noch was. Korbmissionen fehlen. Seine Minispiele fehlt auch noch. Wir müssen jetzt noch zwei Minispiele und die restlichen blauen Münzen fehlen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen werden wir doch zuerst mal in das Minispiel machen, denn ich habe schon die ganze Zeit Angst, das zu vergessen. Ist doch schon ein paar Mal passiert. So, drauf da. Mit der Schwebedüse ist es ja einfacher, hier rüber zu kommen. War das überhaupt nochmal? Hab wieder vergessen. Rein da. Ah ja, das ist easy. Das ist absolut easy. Muss eigentlich nur da runterrutschen. Die Löchern ausweichen. Sollte kein Problem sein. Da drauf landen. Weiterrutschen. Springen. Rutschen. Hier springe ich dann auch immer. Mach die Düse an. Lande. Und nehmt den Schein. Ja, das ist absolut geschenkt. Ihr könnt doch, natürlich könnt ihr auch von ganz oben eigentlich schon runterspringen. Das klappt auch, also. Weiß nicht, was die Maler sich dabei gedacht haben. Das ist ja so easy. Das ist ja unfassbar. So, es wird immer heller hier. Dann machen wir jetzt die Obstmission. Na, ich frag, was das ist. Das werde ich jetzt erklären. Mit denen hier zu tun. Hi.
Hallo, möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? Ich möchte, dass du mir Obst bringst. Mich gelüstet es nach Bananen. Bring mir 3 Stück, einverstanden? Wirf das Obst hier in den Korb. Okay. Jupp. Wir wollen immer Obst und dann müssen wir das Obst halt holen und einfach in diesen Korb werfen. Hier ist es noch einfacher, aber die Körper haben später noch eine, also an den anderen, Dings, eine schwer zu erreichende Stelle. Dass man halt nicht einfach reinwerfen könnte. Da hinten zum Beispiel, da müssen wir das Teil reinwerfen, da können wir es nicht einfach ablegen. Hier einfach rein, ihr könnt euch auch gleich mit reinstellen. Und auf B eigentlich loslassen. Mario. So. Geht doch Nummer 1. Könnt halt immer nur ein Obst mitnehmen, deswegen dauert das Ganze mal etwas. Und wir können auch abkürzen übrigens. Wir könnten, wenn er nicht so dumm wäre, wieder. Alter. Geht da hoch. Alter, jetzt geht da hoch. Ja, nicht normal. Du bist so blöd dazu, ernsthaft. Jetzt, es geht doch. Jetzt fällt er da runter. Kamera, 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 Kamera. Nice Kamerabug, hallo. Ein Dreck. So. Und noch die letzte Banane. Dann haben wir die Aufgabe auch schon geschafft und nein, runter da. So, genau so solltest du das vorhin auch machen, mein Freund, wie du es jetzt gemacht hast. Es geht doch, stell dich doch nicht immer so dumm an. So, dann kriegen wir eine blaue Münze. Dank, Schatzi. So. Das Ganze jetzt könnt ihr auch nochmal machen, aber da kriegt ihr keine Münze mehr, sondern nur noch einen ab. Könnt ihr auch abfarmen, theoretisch hier mit den Bananen geht er ganz schnell, aber ja, braucht's nicht. Hi, was bist du? Ich lese nicht immer vor, weil es immer dasselbe Text, wie gesagt. Ananas, bring mir 3 Stück, okay. Ja, in den Korb werfen, haben wir schon verstanden. Und dreimal Ananas bringen. Die wir wo finden? Da. So, die spawnen hier immer nach bei den Umständen, ist auch ziemlich geil. Hier gab es einen kleinen Trick, ich glaube hier an die Linie stellen. Hier halt, wo der eine Boden endet und der andere ist. Also halt anfängt. Und dann werfen. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Etwas weiter vor. Nicht ablegen. Werfen. Wunderbar. Also etwas hinter die Linie, sage ich einfach mal. Und dann klappt das auch. Und das hat man gerade wunderbar weggeschossen. Ja. Nimm das Zeug. Und jetzt wär's rein da. So, wunderbar. Ich wurde immer gefragt, was dieses Zeichen hier denn bedeutet. Was ist das? Was macht das so komische Geräusche? Das Quietschen, oder? Wie ganz seltsam, weil dieses so komische Gesicht darauf, das hat mich schon immer irgendwie... Ja nicht, vielleicht bilde ich mir das ein, aber... Ich fand das immer als ziemlich seltsam. Ja, ich springe halt hoch. Hier überall Wanted-Plakate aufgehangen haben. So, rein da. Wunderbar. Und die nächste blaue Münze. Noch 2. Ja, dann mal überlegen. Wir werden uns wieder eine Düse mitnehmen. Ja, doch. Und wir wieder die Raketendüse. Wir werden nach der einen blauen Münze nämlich direkt, direkt in das letzte Minispiel machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das letzte ist. Ich glaub's ja, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe was übersehen, aber ich kann das nicht sein. Dorians. So, hier hat man durch das bringen, muss man erst mal wissen, was Dorians sind. Ich wusste es auch lange Zeit nicht. Ich habe einfach rumprobiert, was sie angenommen hat. Und die Überraschung, das sind diese komischen Stachelkugeln, die man eigentlich nicht in die Hand nehmen kann. Dementsprechend schwierig ist es auch, die darüber zu bringen.
Finde ich es schon fast mit das Schwerste. Geh da hoch. Geh da hoch. Geh da hoch. So, und zwar ist das Zeug hier. Ich meine auf Mario Gomez. Das wäre hier so. Rüber. Flanken. Und das hat wunderbar funktioniert. Genauso wie ich wollte. So, auch da. Natürlich lassen wir gleich wieder reinfallen. So, Fußball, Fußball, Fußball. Wäre so kein Fußballfan, aber. Ja, also was heißt kein Fußballfan, aber. Ist halt. Ist ja jetzt nicht ganz so meine Sportart. Und das ist immer schwierig, die hochzukriegen. Am besten spritzt es ja einfach an. Und fällt sie auch da hoch. Mit Bande sogar, wunderbar. So, jetzt Kamera drehen. Kamera. Und rein da. So, Nummer 1 hätten wir. War eigentlich relativ Spaß, immer die Obstmission. Also, dann vorne ist es zwar lame, aber hier ist mit dem Fußball, finde ich immer relativ cool. Und das war natürlich auch wieder Fail. Nicht so oft. Und genau auf dem sein Kopf gelandet. Ja, da regt er sich zurecht auf. Wenn das Wasser fällt, wird das Obst zerstört. Wächst da, wie gesagt, sofort nach. Das ist so, Alter. Ist so, Junge. So schneller ihr lauft, desto stärker schubst ihr so Obst natürlich auch an, ist ja klar. Der Typ, der solche extra noch behindern hier mit seiner Rumrennerei. Der kann das Obst natürlich auch weghauen. Ja gut, nur ein bisschen, aber. Aber er kann's. Und das hat geklappt. Ist jetzt Wasser gefallen oder ist sie drüben? Sie ist drüben, wunderbar. Ich stehe auch die ganzen Toads. Toadswurf und die anderen beiden. Kamera. Dankeschön. So, Kamerabacke. Ich weiß nicht, wer das mit den scheiß Schatten da mal überlegt hat. Es ist so schlecht einfach nur. Wer kommt auf die bescheuerte Idee? Mal ganz im Ernst. So, wunderbar, die ist oben. Sie hätten hier nicht mehr runterflanken. Nein, geht da. Nein. Jetzt hoch da. Nein, Junge. Hallo, wo schießt du denn das Obst hin? Das brauchen wir doch. Auf mit dem Scheiß. Den Scheiß. Komm schon hoch da. Kommt doch schon wieder runter. So. Scheiß Kamerabugs, mit dem in die Wand reinschauen. Und Nummer 2. Dauert halt jetzt etwas, aber ja. Ist ja ganz cool. So, okay. Set mal. Letzte noch. Bin ich schon wieder beinahe ins Wasser gefallen wäre. Schiff ist natürlich auch gut, wenn gerade das Schiff in dem Moment fährt. Einfach aus dem Grund, dass ihr dann natürlich noch eine Stütze habt, soll das Obst irgendwo runterfallen, dass es halt auf dem Schiff nochmal landet. Und von da aus halt wer abprallt und irgendwo anders landet. Du musst natürlich, wenn es auf dem Schiff direkt stehen bleibt, aus dem Grund, dass es halt dann mit dem Schiff mitfährt und nice Bug. Und ja, solange es halt nicht komplett weg ist, also ins Wasser gefallen oder so, spawnt auch nicht nach, aber ihr kommt da nicht ran, weil es auf dem Schiff liegt. Und der hat, dem könnt ihr es nicht, also vom Schiff runter werden, kriegen tut ihr es nicht, also das könnt ihr vergessen. So, hoch da jetzt. Hoch da. Hoch da, hallo. Och Junge. Jetzt fall ja nicht ins Wasser. Was eine schwere Geburt hier. Sollst du da nicht immer runterfallen? Das ist doch nicht wahr. Natürlich so. Wenn ihr an diese Spiele, die es manchmal in den Vergnügungsparks so gibt, kennt ihr das, wenn ihr da dieses mit dem Wasserstrahl diesen Ball da hochbringen muss ins Ziel? Das ist gerade genau dasselbe. Und das will einfach nicht.
Jetzt ist es oben. Mein Gott, nochmal hat das lang dauert. Ja, ist auch doof gerade, Kamera. So, endlich. Holla, die Waldfee. Wir haben es auch schon geschafft. Ja, gibt die Münze her und fertig. Aber nicht so viel. So, okay. Nur zur letzten. Der drüben auf der Insel. Ist cool, dass der Typ da drüben immer noch auf seiner Insel festsitzt, obwohl er A, 2 Meter vom Land entfernt ist und B, da sogar Schiffe langfahren. Also wenn er nicht schwimmen kann, könnten ihn ja die Schiffe zumindest mitnehmen, aber nö. Hat wird etwas länger, weil ich will das Stück hier noch zu Ende machen. Kokosnüsse. Ich sollte mal eigentlich durch den Untergrund bringen, aber da oben wachsen auch welche. Ich versuche es einfach mal so. Was nicht ganz einfach ist. Stück leider leicht wegrollt. So, Nummer 1 hätten wir schon mal. Fallen halt nicht immer so schön. Der, das läuft gerade richtig gut. Warum rollen wir das bei den Kokosnüssen sind? Also, jetzt mal im Ernst. Grüne Kokosnüsse sieht aus wie XXL Weintrauben. Jetzt mal ganz im Ernst. Die will ich als Kokosnüsse verkaufen. Und das war ungefähr so ein Fail, von dem ich gesprochen habe. Mich ins Wasser fallen. Aber das hat wunderbar funktioniert. Sehr schön. Genau so. So, kurzer Zwischencheck. Haben wir jetzt alle Münzen? Ich weiß nicht, wie viel es sind, aber jetzt da 25 oder so steht, dann werden wir alle haben. 18. Ja, 18 kann nicht sein. Um 14 scheint es, das kann auch nicht stimmen. Okay, da kriegt man einen, das sind 15. Das kann nicht sein. Wo sollen die restlichen blauen Münzen sein? Du meldest dich gerade still, aber ich bin am überlegen und ich habe sie gefunden. Ich weiß, wo die letzte Münze ist. Und eine kriegt man ganz am Ende erst. Ja, 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 doch. Jetzt weiß ich auch, wo das mit Yoshi war. So, dann holen wir die auch noch schnell. Wenn wir die Drecksmission hier links geschafft haben, das war die schlimmste bisher. Wird auch die schlimmste im Spiel bleiben. Ich glaube, der braucht das hier. Ja, braucht er die Kokosnüsse, die grünen Kokosnüsse. Irgendwie hat er bei mir heute den. Oder halt schon in dem ganzen Let's Play irgendwie so die Meinung, er müsste die ganze Zeit pink sein. Also ich meine, jawohl. Nicht normal. Das war irgendeine andere Farbe. Ja gut, orange, das passt. So, wie kriege ich dich jetzt wieder auf die andere Seite, mein Freund? Das ist auch so eine Frage. Und wieder rüber kriegen. Nur wie? Wie stelle ich das denn jetzt am besten an? Du stürzt mir doch da runter, das kann ich mir nicht erzählen. Hilft er doch niemals. Okay. Auf den Sonnenschirm drauf mit Yoshi ist alles etwas komplizierter. Wie ein ganz anderes Verhalten hat, was das Springen und so weiter angeht. Der Flatterflug ist zwar ganz hilfreich, aber irgendwie will er gerade nicht nach vorne. So, okay, bleibt da oben. Jetzt will ich so ganz langsam hier da hoch. Auch ziemlich scheiße. Warum? Soll ich vorher nicht treffen mit Yoshi, das ist mein Problem. Ich soll irgendwo treffen. Ja, kann ich, wunderbar. Dann brauche ich Yoshi ja gar nicht. Halt, falsch. Nein, so. War die richtige Taste. Bandsprung und hoch da. Kamera, Kamera, Kamera. Scheiß Kamera wohl eher. Ganz vorsichtig. Nimm dir den Scheiß. So, jetzt haben wir 19 und die letzte kriegen wir auf den nächsten. Okay, wunderbar, da holen wir uns jetzt noch den Schein. Der hat auch die Düse wieder umgeändert. Ich glaub's nicht. Lalalala. Lalalalalala. Ich liebe dieses Spiel. Die Musik ist episch.
Ja, das ist sie. Mit dieser Musik. Lalalala. Ich sag, der Part jetzt etwas länger. Aber wir haben nur noch diese eine Mission und das ist auch vorbei. Dann haben wir die Mission auch schon geschafft. Es ist jetzt 8 Uhr, okay, wunderbar. Das war bei den Palmen. Ich muss gestehen, das ist für mich das unauffälligste Level im ganzen Spiel. Weil da kommst du einfach nicht drauf. Wie man das finden soll, aber irgendwie. Ich bin da nie drauf gekommen. Überhaupt das, was immer es überhaupt war. War das denn? Ach da, hier, seht ihr diese random Röhre da immer irgendwo im Meer an der so einer Wand. Da kommt doch kein Schwein drauf, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, man sollte sogar über die Palmen hin, aber das ist ja wohl. Geht wieder um 8 rote Münzen, aber ist relativ einfach. Okay, manchmal so Löcher im Boden, da dürfte nicht drauf fallen. Das nicht löschen. Okay. Aber den Palma müssen wir löschen auf jeden Fall. Da gibt es eine Münze. Und hier bei diesen Löchern, wie gesagt, aufpassen. Die sind extrem fies. Und die Fischer müsst ihr anspritzen. Okay. Hab mich nicht, wo die Münzen alle sind. Ach, da oben beim roten Vogel. Ja, hier gibt es sogar einen roten Vogel. Das ist natürlich ganz dreist. Den ich wieder mal nicht getroffen habe, wie so oft. Vögel regen auf. Die Vögel regen tierisch auf. Junge. Junge. Ist der da drüben fest? Ich glaub's nicht. So, wo ist das Vieh jetzt? Da drüben ist er. Bin zu doof, den zu treffen. Okay. Komm jetzt! Ach, Junge! So, jetzt habe ich dich. Die Aufbahn, ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn die in das so ein Loch reinfällt. Aber vielleicht, ich glaube, der fliegt gar nicht über Löcher, aber ja, ansonsten könnte man die Mission ja nicht mehr schaffen. So, jetzt den Typen hier löschen, das haben wir gleich. Natürlich nicht verlieren, dann wird die Flamme wieder größer. So, wir haben ihn noch schon. Ja, du hast mich gerettet, danke. Was war denn da nochmal? Ich weiß gar nicht, was das ist, ob das auch eine Falle war oder. Ich habe keine Ahnung. Halt, nein. Ist die Irre. So, da werden wir 5. So, wieder auf Fallen achten. Tunnel auch noch irgendwo eine gewesen. Wo war denn das Zeug? Tatsächlich gerade überhaupt nicht mehr. Wo war da noch was? Irgendwo war doch noch was. Warte mal. Da oben mal einen besseren Überblick verschaffen. Aha, da drüben ist so ein Vieh. So, das gibt schon mal eine Münze, jetzt fehlen uns noch 2. Von ist eine hier bei dem Vieh. Noch eine. Soll hier auch irgendwo bei dem Gegner oder so sein. Das sieht so aus, als könnte ich da runter. Ja. Sehr schön. Mit der Melone ist fies, aber wir haben es. So. Würde ich noch in irgendein Loch einfallen, das wäre natürlich bitter. Ja, aber wir haben es. Wir haben es. Oh ja. Sehr schön. Wir sind jetzt bei genau 50. So. Kurzer Check.
15 Stück, 19 Münzen, der 100 gelbe Münzenschein. Übrigens seht ihr auf der Karte auch immer die Welten. Immer die blauen Punkte. Gut, damit hätten wir's, Leute. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter, dann geht's in die neue Welt. Oder, also die eigentliche zweite Welt, die wäre ja schon längst alt, aber wir haben sie ja nicht gemacht. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.